Champagner schien für den Chef das zu sein, was für andere der Kaffee war. Doch es würde nichts an seiner Entscheidung ändern. Sie war zu lange gereift und wie Wein konnte sie nicht mehr jungfräulich werden und eine andere Entwicklung annehmen. Wenn sie gleich nicht grandios für mich kochen, sind sie tot. Und damit meine ich jeden verdammten Gang. Koch endlich! Ich bitte dich nachdrücklich, mich nicht in dieser Konzentration zu stören. Geh doch bitte so lange in den Hof, setz dich unter einen Sonnenschirm und iss eine Bratwurst. Vor seinem inneren Auge sah er, wie Friederike sich zu tief über den Ausgussbehälter beugte, wie er ihren Kopf hineindrückte, wie sie sich hysterisch aufrichtete, mit dem Behälter um den Kopf geklemmt, wie die rote Weinbrühe an ihr herunterlief wie Blut, sich in ihr cremefarbenes Seidentopffraß, sich auf ihrem bordeauxroten, kniefreien Satinrock ausbreitete und in ihre fersenfreien High Heels lief. Danach spürte der Weinjournalist nichts mehr, denn er war tot.